Es ist fast Ostern und schon kommen die richtigen kleinen Hörnchen als Ostereier fürs Nest. Wir haben ein bisschen drauf gewartet. Ich hatte ja auch mal erzählt, es gab ein paar Probleme mit den Lieferungen von Breyer und die ganzen 2021 Sachen kommen so nach und nach, weil die unsere Bestellung irgendwie so ein bisschen aufgemixt haben. Breyer hatte nicht von Anfang an alles zur Verfügung gehabt und hat dann, pfiffig wie sie waren, Teile der Bestellung gelöscht. Was natürlich gerade die Leute, die Theo bestellt haben, gemerkt haben, da wir ungefähr nur die Hälfte der Tiere bekommen haben, die wir bestellt hatten. Andere kommen natürlich alles nach, gar kein Problem. Wer ein bisschen wartet, kriegt natürlich auch sein Pferd. Jetzt kommen die Sachen nach und nach rein. Heute haben wir jetzt die kleinen Stablemates, die neue Serie der Einhörner, The Surprise 2, Chasing Rainbows. Lassen wir das doch mal sein. Machen wir das Ding mal auf und gucken uns das an und reden dann drüber. So eine braune Box ist doch nichts, oder? Ich mache das jetzt mal auf. Ist doch wieder Quatsch, was ich hier mache. Ich quatsche und zeige nichts. Mit mir ist es manchmal echt furchtbar. Aber ich meine, die Leute, die das hier schon mehrfach gesehen haben, kennen das ganze Drama, ja? Und in unserer schnuckligen Gemeinschaft sollte das auch für keinen ein Problem sein. Hier, so schaut es eigentlich aus, wenn man eine volle Box bestellt. Also wir machen die Box nicht auf, ihr bekommt diesen braunen Umkarton. Und da ist dann die komplette Box drin. Also so, dass dann auch ganz sicher ist, dass da keiner dran rumgefummelt hat. Man bekommt wirklich das, was man haben möchte, eine volle Box. So, mehr ist da nicht drin, da ist dann halt die normale Box drin, die man hier so sieht. Die stellen wir jetzt auch einfach mal kurz hier hin, dass man sich das genau anschauen kann. So, da sieht man auch, was man jetzt bekommen könnte. Wir haben hier den Blush, Robin, Orchid, ein Sky. Jetzt drehen wir das vielleicht nochmal um. Sunset, Sunrise, Sky hatten wir schon. Dann gibt es zwei Chase Pieces, ein Rare und ein Ultra Rare. Rare ist, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, also in jeder sechsten Box ist eines davon drin und in jeder zwölften Box eins von den Ultra Rares. Was natürlich nicht bedeutet, wenn ihr 12 Boxen bekommt, dass ihr automatisch so eins und so eins oder überhaupt eins davon bekommt. Es ist nur einfach in der gesamten Produktionslinie auf die Menge der Stückzahlen, die sie produziert haben, ausgerechnet. Also sagen wir so, jede sechste Box, die sie produzieren, kommt ein Rare rein und in jede zwölfte Box, die sie produzieren, kommt ein Ultra Rare rein. Wir bekommen die natürlich nicht in der richtigen Reihenfolge geliefert, sondern auch, ja, zufällig. Und so liefern wir das natürlich auch zufällig aus. So, packen wir es aus, schauen uns die Hörnchen an. Wir werden die Hörner später auch einzeln bei uns im Shop haben. Im Moment noch nicht, weil ich nicht dazu komme, genügend auszupacken. Es dauert immer so ein bisschen, weil es ist ja doch recht viel Arbeit. Man sieht das jetzt hier auch an dem ganzen Aufsetzen hier. Ich muss wirklich jede Box öffnen, muss die Hörnchen rausnehmen, muss sie umtüten, muss sie beschriften und so weiter. So kommt es dann an. Da sieht man, hier sind 24 Hörnchen drin und ja, wir hatten häufig gehabt, dass hier vorne rechts was Besonderes drin ist, ist aber nicht immer so gewesen. Ich hatte also auch schon mittendrin mal was Besonderes gehabt. Also nach der ersten Serie, wo immer das Sondertier hier vorne war, hat man das wohl so ein bisschen geändert. Und nachdem auch zwei dabei sind, ist es nicht mehr so gegeben, dass man von jedem Tier die gleiche Anzahl drin hat. Je nachdem, anscheinend wie es gepackt wird, kommt es auch schon mal vor, dass ein Tier mehrfach und eins weniger drin ist. So, ich habe mir das jetzt so hier hingestellt, dann können wir hier die Tierchen auspacken und dort draufstellen. Ich fange trotzdem mal von hinten links an, schnappe mir das erste Tier. Die Tütchen schauen so aus. Also ist immer das Hörnchen drauf, ein steigendes Hörnchen mit so Fragezeichen. Und hinten sind nochmal die ganzen Tiere drauf, die man bekommen kann, mit dem Ultra Rare und dem Rare. Ich weiß, eines der Tiere ist auf jeden Fall sie in Regenbogenfarbe und ich glaube, er ist in der Sonderfarbe. Ich werde es nochmal schauen, ob ich irgendwo, ja, Bilder habe ich leider keine. Ich habe zwar Bilder schon im Internet gesehen, aber die gehören mir nicht. Die darf ich natürlich nicht verwenden. Aber ich werde trotzdem nochmal eine kurze Info ins Video reinschreiben, was es denn genau ist. Bei ihr in Regenbogenfarben bin ich mir sicher. Also, öffnen. So, was haben wir hier als erstes? Als erstes haben wir den Sky. Ah, wir haben so ein kleines... Ah, das ist natürlich nett. Das hatten wir vorher nicht gehabt. Wir haben jetzt hier so ein kleines Blatt dabei, wo man abhaken kann, was man schon hat. Hier sieht man auf der ersten Seite das Orchid, Sunrise und Robin.
Auf der anderen Seite hier nochmal die anderen drei und dann auch noch das Rare und das Ultra Rare. Die Formen, wie gesagt, sind willkürlich gewählt. Finde ich jetzt ein bisschen unglücklich oder auch glücklich, wenn man gar nicht wissen will, was man bekommt. So, als erstes haben wir hier das Sky. Das ist dieses Vollblut oder das Vollblutmold, was sehr, sehr beliebt ist. Es ist ein Hengst. Das ist so in so einem blau, leichten Metallic-Schimmer. Wir haben ein schönes Hörnchen, schwarze Augen. Es ist auch recht sch schön schattiert. Vier weiße Füße. Wir stellen das jetzt mal so hin, dass wir gucken, dass wir die vielleicht alle hier hinbekommen. Das müssten wir eigentlich genau. Wir haben das Sky nochmal. Ich packe natürlich nicht diese ganzen Sachen wieder aus, sondern stelle sie einfach hin. Und immer wenn wir ein neues haben, dann schauen wir uns das genauer an. Und sonst so lange stellen wir sie jetzt einfach hier nebeneinander hin. Zack, und da haben wir den dritten Sky. Also soweit alles so wie gedacht. Oder wie es sein sollte. Zack. Jetzt müssten wir eigentlich eventuell ein neues bekommen. Nein, da haben wir noch einen vierten Sky. Okay. Ich mag blau. Also von daher bin ich jetzt also gar nicht so enttäuscht. Hier sieht man auch ganz gut, dass die so ein bisschen unterschiedlich schattiert sind, was mir auch sehr gut gefällt, wenn man die jetzt mal so nebeneinander sieht. Wir schauen uns das nachher noch ein bisschen näher an. Ah, und da haben wir das erste neue. Und zwar in grün. Wir hatten ja dann hier ist das Robin. Warum Robin auch immer grün ist, keine Ahnung. Ebenfalls ein Hengst. Das Hörnchen ist allerdings hier Gold, was ganz gut zum Grün passt. Gucken wir mal, ob wir die noch daneben hinkriegen. Dass da immer entsprechend so ein kleines Blatt dabei ist, was man bekommt, ist, glaube ich, klar, ne? Hier haben wir nochmal einen grünen. Also die Augen sind immer einfach schwarz gemacht, da ist keine große Schattierung in den Augen drin. Aber gucken wir mal. Wir wollen das nicht umfallen. Bitte, bitte, bitte. Sind da manchmal sind das so Hörnchen, sind so ziemlich unberechenbar. So. Und noch eins. Und da haben wir das dritte Robin. Normalerweise müssten von jedem drei drin sein, aber da wir jetzt schon vier drin hatten von einem anderen, das bedeutet allerdings nicht, dass wir hier ein besonderes Pferd drin haben oder sonstiges. Meistens ist dann, wenn irgendwas vierfach drin ist, glaube ich, kein besonderes drin. Ich weiß es nicht so genau. Oh, nee, wir haben von jedem vier. Moment mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, ist klar, wir haben ja 24. Wenn man mathematisch ein bisschen besser drauf wäre, würde man erkennen, dass natürlich 24 Pferde drin sind. Und damit, wenn ich natürlich nur sechs Stück habe, dass ich dann auch natürlich, ja, vier pro Farbe habe. Lalala. Stellen wir das Ganze mal hier oben so drauf. Vielleicht ist das ein bisschen einfacher, weil das nimmt ein bisschen weniger Platz weg. Zack. Zack. So. Gut, dann müssten wir jetzt aber was Neues bekommen. Und bekommen wir. Und zwar bekommen wir hier die gleiche Form in diesem Rot drin als Sunset. Ja, Rot ist eigentlich, das ist mehr so ein Orangeton. Es ist alles so einen ganz leichten Pearl-Schimmer drin, was natürlich bei Einhörnern sehr schön ist. Hier ist das Horn in Silber, auch um die Augen ein bisschen schattiert. Natürlich nach wie vor ein Hengst. Stellen wir es mal hier unten hin. Ich glaube, das wird ein bisschen knapp für die ganzen Hörner. Zack, da ist das nächste. Wir müssen natürlich alle öffnen, weil es könnte ja zwischendrin auch was Besonderes sein. Wäre natürlich schön für das Video, aber naja, wie gesagt, ich habe eine Box gegriffen und mein Glück bei solchen Sachen ist nicht nur gering, es ist eigentlich nicht vorhanden. Hier haben wir es nochmal. Ich drehe es auch mal von der Seite, falls ich das noch nicht gezeigt habe. Ich hoffe, dass ich hier ins Bild gehalten habe. Ich habe gar nicht so auf meinen Kontrollmonitor geschaut. Ich war so mit den Hörnern beschäftigt, weil ich mag sowas ja. Ich bin ja für solche Tüten zu haben. War ich schon als Kind unheimlich drauf bedacht. Tütchen, Tütchen, Bildertütchen und sonstiges halt alles sehr, sehr schön. So, nächstes, dann müssten wir jetzt wieder eine neue Farbe bekommen. Und wir bekommen. So, da haben wir hier den Charming als Blush in einem, ja, rosa mit einem silbernen Horn im vollen Lauf. Den müssen wir bestimmt extra stellen, weil das wird sonst auf jeden Fall nicht funktionieren. Ups, habe ich das jetzt. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht wirklich vertauscht habe, aber da müsste jetzt noch im. Genau, da kommt noch ein Blush.
Und wie gesagt, bei jedem ist entsprechend so ein kleiner Merkzettel dabei, den ich in der Tüte lasse und dann wegpacke. So. Und nächstes. Da müsste dann jetzt der. Nee, jetzt habe ich die Tüten vertauscht. Naja, ist auch egal. Oder es ist was anderes. Hier haben wir den Sunrise. Ist das gleiche Modell in einem Gelbton. Stellen wir jetzt auch noch hier vorne hin. So, dann müsste das eigentlich noch der vierte Blush sein, weil ich dann einfach, genau, da habe ich einfach daneben gegriffen, weil ich immer so geschickt bin bei solchen Sachen. Zack. Dann müssten jetzt das Sunrise nochmal kommen. Jawohl. Ist ein recht hübscher Gelbton mit einem goldenen Hörnchen. So. Ah. Es wird schon eng, es wird eng, aber wir kriegen das hin. Wir bekommen das alles hin. So, dann haben wir hier noch einen Sunrise. Ich finde die Form recht hübsch. Also, sie gab es ja mal als Porzellan, als Prinz Charming, darum habe ich auch Charming am Anfang gesagt, als Breyerfest-Special rein in dieser Gallery-Serie. Sonst haben sie den so bis jetzt nur als Tablemate rausgebracht, was ich ein bisschen schade finde, weil ich denke, er wird auch ein recht gutes großes oder Klassikpferd zumindest abgeben. Aber fürs Tablemate sind wir immer zu haben, oder? Genau. So, stellen die noch hier hin. Und dann müssten wir noch einen Charming haben. Jawohl, da ist er. So. So, dann haben wir noch vier Tütchen über. Das müsste dann hier unser Orchid sein. Die Spannung steigt. Genau, da haben wir das Orchid. Das ist die Croix. Die ist ja doch sehr, sehr beliebt. Da gibt es ja mittlerweile auch viele, die dieses kleine Stable mit Kongern. Also hier ist dann ein neues. Und für die, die natürlich das wirklich intensiv betreiben, sind die, ja, die Rares und Ultra Rares natürlich wirklich übel. So, da haben wir noch eine. Ich mag den lila Ton. Also mir gefällt bis jetzt am besten das Blaue, also von der Farbe her, das Blaue, dann hier das Lilane, glaube ich, und dann das Grüne. Bin mir nicht ganz so sicher. Aber Blau ist natürlich meine absolute Favoritenfarbe und damit gefällt mir das auch am besten. Aber es liegt nur an der Farbe, es liegt nicht an der Form. Die Formen gefallen mir eigentlich alle recht gut. Ich glaube, mein Favorit wäre von der Form sogar der Prince Charming. Bin mir da aber nicht ganz so sicher. Ich bin ja da so ein bisschen. Das kann. Und schon ist sie ohnmächtig. Ja, Yippie! Fall Domino-Pferde! Es ist nicht zu fassen. Es steht ein bisschen weiter. Ist das nicht fantastisch? Ich habe gedacht, naja, ich wollte gerade sagen, es steht ein bisschen weiter weg, ist aber alles kein Problem. Wir stellen sie trotzdem hin. Sie fallen schon nicht um. Natürlich fallen sie um. Wie auch immer, immer den größtmöglichen Schaden. Und sie wollen nicht stehen. Es ist doch nicht zu fassen, oder? So, dann haben wir den hier oben hoch. Wird auch gelacht. Wir lassen uns doch von so einem kleinen Stablemate nicht unterkriegen, oder? Genau. So, stellen die auch noch mal hier hin. Zack. Nehmen die mal ein bisschen zur Seite. Das dauert natürlich jetzt ein bisschen länger als geplant, macht aber nichts. Ich meine, so sieht jeder mal, wie so Stablemates umfallen, wie sich sowas anhört und wie man dann beim Video machen auch ein bisschen vor sich hin fluchen kann. Wenn man das Fluchen nennen kann, aber es ist ja eigentlich unfassbar. So, dann haben wir noch ein Tütchen. Da sollte jetzt dann das letzte Orchid drin sein oder wir haben einen Rare, was ich allerdings wahrscheinlich nicht glaube bei meinem Glück. Und nein, natürlich nicht. So, hier haben wir wieder genau das Ratio, was wir haben von allen Tieren. Die gleiche Anzahl. Jetzt schiebe ich das gleich mal ein bisschen nach vorne, dass wir das hier hinkriegen. Wie wir das auch bei sonstigen Tüten hatten. Also ich würde aber jetzt keine Wette darauf eingehen, dass es bei allen so ist, wenn ich eine volle Box kaufe. Also es kann durchaus mal sein, dass irgendwo was mehr oder was weniger drin ist. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass nicht wenigstens von jedem Tier zwei Stück drin sind. Da wir hier nur eine geringe Anzahl von Formen haben, also wir haben hier den Charming zweimal, den kleinen Araber zweimal und das Vollblut einmal und die Croix einmal,
ist sowas natürlich eigentlich perfekt für jemanden, der die Sachen verändert. Da kann ich mir entsprechend meine Sachen raussuchen, die ich einmal haben möchte, und dann den Rest bemalen. So kriege ich ganz schnell eine wunderschöne Conga zusammen. Ja, das war jetzt erstmal zu den Hörnchen. Ich hoffe, die Hörnchen finden viel Zuspruch. Mir gefällt's. Wie gesagt, ich bin ja immer dafür da, Tüten aufzureißen. Es wird ein bisschen dauern, bis es die bei uns einzeln geben wird. Es wird sie einzeln geben, so wie wir es mit den anderen auch gemacht haben. Aber es dauert halt. Ich habe im Moment keine Zeit dazu, das zu machen. Und es soll ja dann auch ordentlich gemacht sein. Nicht, dass man dann hinterher rummeckern kann und sagen kann, oh, passt das wieder nicht und jenes wieder nicht. Wir schauen auch noch mal kurz bei den Größen von den Tierchen rein. Wir haben hier bei dem Kleinen, bei dem Charming, eine Länge von ungefähr 10 cm und eine Höhe von circa 7 cm. Bei dem Arabärchen auch ungefähr 10 cm. Ungefähr auch 7 cm hoch. Das sind nur so circa Maße. Nur, dass man mal so einen Eindruck bekommt, wie groß so ein Tier ist, und da fällt schon wieder runter. Es ist doch nicht zu glauben. Nein! Ich geb's auf. Ich stell's nicht wieder auf. Dann haben wir hier noch das Vollblut. Es sind ungefähr 11 cm, weil es ja doch recht lang gestreckt ist. Und ja, fast 8 cm in der Höhe. Also man kann davon ausgehen, Stablemates, wie man sieht, immer ungefähr in dieser Größenordnung. Wir haben hier auch noch mal so 10, und wenn sie dann hochsteht, ungefähr 8,5 cm. Das war's von den Hörnchen mit dem kleinen Chaos auf meinem Tisch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ihr seht jetzt ein bisschen genauer, was kommt oder was man bekommen kann in diesen Tütchen. Damit wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Habt noch ein bisschen Zeit und ein bisschen Spaß vor Ostern. Die sind so schön bunt, man könnte sie auch im Gras verstecken. Also auspacken, verstecken und suchen lassen. Ich denke, das ist ein Riesenspaß. Damit wie immer ein wunderbares Happy Collecting!